Fantastic. Alter Finne, es ist endlich soweit. Das Update ist endlich da, das lang ersehnte Clash of Clans Update. 3 Jahre spiele ich das jetzt schon. 3 Jahre spiele ich schon Clash of Clans und ich freue mich immer noch wie ein kleines Kind, wenn ein Update vor der Tür steht oder beziehungsweise wenn es denn draußen ist. Ich habe das Gold. Das Goldlager ist fast voll. 2000 fehlen noch. Nicht mal mehr. Jetzt ist voll. Also, was ist alles neu? Wir gucken da mal drauf. Wir haben eine neue Armeeausbildung. Wir haben den Bombenturm. Oh, sogar mit Animation da oben. Na, sieh mal einer an. Neue Verteidigung, neue Verbesserungen, weitere Aktualisierungen, Freundschaftsklankrieg, Spielerprofile, geringere Wartezeiten und Kosten bei vielen Verbesserungen, Balanceänderungen, zum Beispiel Hexe und Magier, Indonesisch und Malaysisch jetzt als Sprachen, na sieh mal einer an. Und hier oben, hier haben wir es, Community. Ich hab schon sieben Freundschaftsanfragen, Alter. Krass, ich habe das Spiel gerade in einer Sekunde geöffnet und ich habe tatsächlich acht Freundschaftsanfragen. Na, sieh mal einer an. Und was ist das? Ja, ich wusste ja schon, dass es kommen wird hier unten. Die lilane Zahl ist ein Sonderangebot. Ein Sonderangebot, was dir quasi ermöglicht, Sachen zu kaufen. Werden natürlich wieder einige sagen, Supercell kriegt den Hals nicht voll, Supercell will noch mehr Geld verdienen. Ist übrigens das späteste Video, glaube ich, was ich jemals gemacht habe. Das ist schon krass, ne? Es ist schon nach 10 bei mir und mal gucken, bei euch, wenn ihr das Video guckt, wird es wahrscheinlich noch später sein. Ja, ich könnte es jetzt kaufen. Oh, auch geil. Ja, da hat es sich mal eben ganz schnell aufgehangen. Super, es könnte ein Bug sein. Ich weiß, ich könnte ja mal berichten. Hat einer schon das Sonderangebot gekauft oder nicht? Bin ich jetzt eigentlich offline? Ah nee, das zeigt nur an, dass 10 Freundschaftsanfragen da sind. Berserker, ist das der richtige Berserker? Ich weiß es gar nicht. Aber okay, hier ist auf jeden Fall das Sonderangebot. Wir haben Mauern, wir haben den Bombenturm, den ich jetzt natürlich mal direkt bauen werde. Zack, ich habe ihn ja schon dahingestellt. Ich habe mir extra Gems geholt dafür. Wir können ihn quasi gleich schon fertig machen, was natürlich schon mal sehr cool ist. Jetzt haben wir wieder 6 Millionen Gold. Wir haben die neuen Truppenlevel. Ich würde aber sagen, wir machen gleich auf jeden Fall noch einen Angriff, weil das ja jetzt wirklich eine sehr, sehr späte Episode ist. Wollen wir jetzt gleich nochmal auf die Highlights gucken, was da noch so alles gibt im Clan-Chat. Ah, ich muss unbedingt noch drauf aufpassen. Wir müssen hier unbedingt gucken. Wo kann ich das denn hier... Wo kann man das einstellen? Bin ich überhaupt... ich bin bestimmt kein... Doch, ich bin Vizeanführer. Wo kann ich das einstellen, dass ich, wie heißt es, dass wir nicht an den Clan kriegen, also quasi, dass wir nicht, ach, ihr wisst, was ich meine, dass wir nicht herausgefordert werden können. Das wollte ich wissen. Spieler suchen, Freundschaftsanfragen, es werden auch, ich weiß nicht genau, werden es mehr, sind es 10 Stück, die man gleichzeitig haben kann und keine Ahnung. Wir werden es sehen. Ich könnte den Bombenturm auch, warte, mir fällt gerade was ein. Ressourcen. Wieso kann ich denn 15 Millionen Gold kaufen, wenn ich nur 10 Millionen Platz habe? 15 Millionen... Oder ist das 1 Million? Ne, es sind 15 Millionen. 15 Millionen Gold, 15 Millionen Elixier, 2500 Gems. Ja, vielleicht kaufen wir morgen mal so ein Sonderangebot. Wieso habe ich eine... Clan-Einladung? Was ist denn hier los? Ich verstehe die Hälfte von dem Update einfach nicht. Könnte ich denn jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel in den Clan, weiß ich nicht, wir gehen jetzt erstmal in den Clan von Mr. Mobile Firma. So, jetzt gehe ich auf Marbuel, wo auch immer er ist. Hier ist er. Jetzt fügen wir ihn erstmal hinzu. Wie kann ich ihn denn einladen? Oh, ich bin der Willi. Ich habe schon 4 Freundschaftsanfragen. Oh, seht mich an. Wir wollen natürlich auch noch... Genau, ich wollte ja noch eine Truppe upgraden. Welche Truppe nehmen wir denn mal? Ich würde sagen, wir graden mal als allererstes die Drachen ab, weil mir die schon ganz gut gefallen. Aber... ja, was kostet der Drache? 9 Millionen! 9 Millionen und ab dafür. Drache ist... Oh, da sind sie. Die Level 6er Drachen. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch einen Angriff. Und danach wollen wir mal gucken, was wir sonst noch so Schönes machen können hier heute. Ah, in Update-Zeit, ne? Die goldene Stunde ist das ja jetzt, sagt man ja, wenn das Update draußen ist. Ah, die goldene Stunde des Farmens hat zugeschlagen, meine Freunde. Wir können jetzt uns quasi den Bauch vollfarmen, was ich jetzt gleich auch noch machen muss, auch wenn ich ziemlich früh raus muss morgen. Was ein bisschen scheiße ist. Aber das soll uns jetzt nicht davon abhalten, hier nochmal ein bisschen rumzufarmen und die neuen, natürlich die neuen Drachen auszurüsten. Ach komm, was soll's.
Wir überrennen ihn einfach. Wir überrennen ihn einfach. Ich verstehe das immer noch nicht mit dem Gold. Das ist irgendwie 15 Millionen. Du hast aber nur 10 Millionen Platz. Und die, ah, okay, in der Klamok hast du noch ein bisschen. Ich verstehe das nicht. Ich kann doch auch keine neuen Dinge. Kann ich die verbessern? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ob man die verbessern kann, die bestehenden. Was habe ich denn in der Klamok? Ich habe gesagt Tanks und die packen. Okay, Valkyrien gehen. Ich wollte eigentlich Tanks haben. Und dann packen sie mir den, die Klamburg voll mit Bartsch, dachte ich schon, aber ist nicht. Wir nehmen das jetzt hier mal eben mit. Zack. Heilen mal eben unsere Truppen. Da sind schon die Drachen am rumfliegen. Also wird, ich glaube, es werden jetzt mehr Luftangriffe kommen. Ah, sie sehen so geil aus. Guckt euch das mal an. Guckt euch mal, wie geil die aussehen. Nicht schlecht. Und morgen mache ich, glaube ich, noch die Baby Dragons fertig. Und wenn die Baby Dragons erstmal in Auftrag sind, das wird geil. Da kann ich ihm, da können wir gleich schon einen Freundschafts-Clan-More gegen verbrannte Erde starten. Das werden wir aber morgen also sehen, weil es ist übel spät. Es ist wirklich schon nach 10 Uhr. Ich muss es noch schneiden, noch rendern. Das heißt, bis ihr das seht, ist es wahrscheinlich schon 12 oder so. Und werde ich wahrscheinlich morgen früh, wenn ich, wann habe ich denn morgen früh Zeit? Ich muss ja erst arbeiten. Das ist natürlich immer interessant. Vielleicht nehme ich das gleich noch auf und bring's dann morgen früh oder so. Muss ich mal gucken. Also kann gut sein, dass morgen früh eine Episode kommt, während wir jetzt hier noch den Rest mitnehmen. Allerdings gebe ich jetzt auch auf, denn wir haben ja den ganzen Loot. Über 700.000 plus den Bonus dabei. Das läuft auf jeden Fall. Wir können die neuen Mauern bauen. Ach genau, warte mal, ich wollte es gucken. Ich kann das nicht... Erklär mir das mal einer. Wie kann ich 15 Millionen aufnehmen, wenn ich nur 10 Millionen Platz habe? Oder ist das ein oder an... Nee. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch zu blöd. Wird es wahrscheinlich wieder sein. Hier übrigens, die Sachen stehen nur außen, weil ich noch am Bauen bin. Wir können uns das ja mal angucken. Wir bauen jetzt mal eben schnell schon mal hier das Zeugs fertig. Moment. So, nämlich in die Richtung. Dann wird das hier nämlich weiterkommen. Und dann können wir hier weiter bauen. Und dann haben wir nämlich unsere Mauer fertig. Und hier auf dieser Seite genau das gleiche Spielchen. Reicht es, reicht es, reicht es? Ja, es reicht. Ich habe sogar noch ein Mauerstück übrig. Wo bauen wir das denn mal hin? Das bauen wir da hin, das bauen wir da hin. Ja, wie viel? Ah, nee, wir brauchen ja oben noch welche. Oben bräuchte ich ja auch noch welche. Aber das machen wir halt später. Das machen wir halt später. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wieso kriege ich denn Einladungen? Was ist denn hier los? Ich raff das nicht. Mein Clan, Clans Community. Leute, ich habe ehrlich gesagt gerade noch keine Ahnung. Ich muss mich damit mal auf jeden Fall befassen. Und dann sage ich auf jeden Fall schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich werde mich jetzt hier mal durchfuchsen, was es als Neues gibt, wie das mit den Clan-Einladungen und so funktioniert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr mir eure Meinung dazu in die Kommentare schreibt zum Update. Es ist ja ein großes Update. Es ist ein riesiges Update und ja, da würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen, Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen und bis morgen. Macht's gut. Tschüss.